Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Bioshock Infinite. Wir befinden uns auf dem Weg zu Mr. Finks Büro, denn dort wartet offensichtlich auch die Daisy auf uns, die liebe, nette Daisy. Ja, ich habe gerade einen kleinen Abschnitt leider nicht aufgenommen und übersprungen, aber war nichts weiter Wichtiges. Durch die Tür durch, ein paar Lungen-Jungs erledigt, eine Hose eingesammelt, die dem Schaden... Die sind wie füreinander geschaffen, was? Wer? Fitzroy und Comstock. Ja, wohl wahr. Die den Schaden nach einem Nahkampfangriff kurzzeitig verdoppelt. Maylin? Mr. Lin? Mein Gott, ich war so auf Paris fixiert. Ich hätte nicht gedacht... Das konntest du ja alles nicht ahnen. Ich spielte eine Rolle bei dieser Katastrophe. Wenn du so tun willst, als wären wir unschuldig an all dem, dann ist das dein gutes Recht. Aber... Gehen wir mal ans Telefon. Hallo? Fink? Ich sah dich sterben, Booker. Mit eigenen Augen. Fitzroy. Hör zu, du hast deine Waffen. Jetzt will ich mein Luftschiff. Aber mein Booker David starb für die Vox Populi. Du bist entweder ein Schwindler oder ein Geist. Mein Booker David war ein Held. Einer, von dem man seinen Kindern erzählt. Du machst alles nur komplizierter. Ich befürchte, die Unterstützung der Vox Populi ist uns nicht mehr gesichert. Muss ich jetzt leider mal gestehen. Ja, das sieht ganz stark so aus. Okay. Zeig Knallschi ab! Na, super. Jetzt sind sie alle gegen uns. Das übliche Spielchen also. Wieder mal. Ich hab Geld gefunden. Bedarf? Ja, gib mal her. Ja, ich hab sehr großen Bedarf an Geld. Was denkst du denn? Wenn man nur fragen kannst, ey. Wie kann man nur so dämliche Fragen stellen? Faszinierend. Was? Ein Sinn für Bärte? Okay. Man könnte vielleicht auch Werte verstanden haben, aber Bärte sind viel cooler. Einen gewissen Sinn für Bärte. So, da liegt ein bisschen Geld rum. Und da liegt noch Geld rum. Oh, wir haben mal wieder ein bisschen Geld. Immer schön. 2500. Also wahrscheinlich müssen wir es gleich wieder für irgendein cooles Ding opfern. Irgendeine coole Fähigkeit oder sowas. Einen Vigor. Bevor wir da lang gehen, gehen wir aber mal da rein. Ha, ich wusste es. Ich wusste es doch. Cupido bewacht Geheimnisse. Die Beherrschung liefert ins Land. Was haben wir hier? Einen Hut. 30%ige Chance, dass ein Nahkampfziel beherrscht wird. Der Beherrschung ist ein paar Sekunden lang ein Verbündeter. Die Frage ist, ob sich's danach umbringt. Und was habe ich momentan? Brennende Ziele. Nee, weißt du was? Wir nehmen das mal mit der Beherrschung. Das finde ich ganz gut. Greifen sie mich wenigstens direkt danach nicht nochmal an. Ah, hier haben wir nochmal einen. Ich sehe schon, alle Automaten hier nochmal, das wird schon seinen Grund haben, ne? So. Hier hinten kommen wir nicht weiter, ne. Gut. Was mit den Automaten? Die können uns gar nichts. Die hier sind halbwegs interessant. Schadensboost für den... Für... Ich glaube, das ist der Repetier, nicht der... Oder? Na, für Burst Gun steht er dabei. Schadensboost 2. Hier Schadensboost 2 fürs Präzisionsgewehr für 349. Komm, machen wir das Gewehr voll. Ah, wenigstens ist das abgeschlossen. Eine Waffe voll ausgebaut. Weniger Rückstoß für den Karabiner. Ja. Schön wäre es, wenn man sich das alles leisten könnte, ne? Aber ganz ehrlich. Gut ausgerüstet. Ja, siehst du, genau das habe ich mir nämlich gedacht, dass das jetzt kommt. Brocco-Boost. Verlängert die Schwebezeit von Gegnern aufs Doppelte. Ladungshilfe. Macht beim Angriff kurzzeitig unverwundbar und lädt den Schild wieder auf. Oh, das ist sehr nice. Das müssen wir uns holen.
Krähenboost. Die Dauer von Betäubung. Schockkettenhilfe. Verleiht die Fähigkeit, Blitzschläge von einem Gegner zum nächsten springen. Jetzt kommen die ganzen krassen Sachen, ne? Okay, den Ladungsboost müssen wir uns auf jeden Fall mal kaufen. So viel ist schon mal sicher. Den Rest können wir uns eigentlich gar nicht kaufen. Lassen wir den Rest mal erstmal außen vor. Vielleicht holen wir uns lieber noch ein bisschen Munition. Unsere Burst Cannon. Und fürs Präzisionsgewehr. Na, da haben wir eigentlich fast voll. Okay, so viel zu der Seite. Ist hier drüben noch was? Nee, nicht wirklich. Da ist die Tür zu. Da liegt noch ein Noxophon rum. Diese Löcher haben mir noch ein Wunder offenbart. Obwohl ich erst noch sehen muss, wozu es gut sein kann. Es handelt sich um eine Kombination aus Mensch und Maschine, die sozusagen das Beste aus zwei Welten vereint. Der Prozess scheint unumkehrbar zu sein. Vielleicht hat Comstock Verwendung für so etwas. Zum Beispiel als Wachposten für den Turm, den er baut. Oh, und noch einen neuen Wigger. Ich glaube, wir haben jetzt die 8 zusammen. Ich glaube, eins fehlt noch. Sog. Interessant. Scheint so ein bisschen die Wasserfähigkeit zu sein. Oh, das sind aber ein paar ordentliche Pocken. Mal schauen, was die Erklärung uns dazu zu erzählen hat. Press to wash away your enemies. Fortspülen. Hold to grab enemies and release to reel them in for punishment. Ah, okay. Also normal drücken. Ja, eine fehlt offensichtlich noch. Das ist interessant. Einmal drücken. Jetzt will ich aber noch was wissen. Nee, dafür gibt's noch keinen Boost. Okay. Ich frag mich gerade, ob ich das hier umbelegen kann. Nee, leider nicht. Okay, die Zahlen sind wohl offensichtlich leider fest. Ah, mach mal zu. Kannst du dir das mal ansehen? Na klar. Sonst kommen wir ja nicht weiter. Dann gehen Sie lieber weiter. Oh. Coole Sache. Was? Was machst du denn? Warum rennst du weg? Ich will erst nach unten was eintöten. Was auch immer. Okay, da unten noch mehr Zeug. Jetzt muss ich mal gucken, was du da machst. Aufhören! Nein! Nein! Nein, nein! Tötet die Hochstapler und dann verbrennt ihre Leichen. Wieso habe ich nur das Gefühl, sie könnte uns meinen? Nimm die Gatling Gun. Okay. Du wirst mein Schicksal teilen! Oh, der steht da hinten dran. Feuer, verdammt nicht! Kommt man gar nicht dran. Was steht denn hier rum? Das ist gar nicht. Okay. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus! Wo ist denn hingesprungen? Ja, toll, jetzt habe ich keine Munition mehr. Das Schild. Komm, Schild, aufladen. Schmoren, der Sport. Okay, wir gehen wieder zurück zur Burst Gun. Ah, wer ist der Repetier? Ah, ist die Burst Gun. Oh, Tesla irgendwo. Was auch immer das Ding macht. Also wird wohl hoffentlich die Gegner schocken. Wäre jetzt mal so meine Vermutung. Was haben wir denn hier alles stehen? Das ist ja interessant. Von wo? Alter! Warum? Ja, was ist los?
steck dir ein Messer rein. Meinst du das, ja? Glaube ich nicht. Hallo, halt dich mal endlich dran. Jetzt will ich mal kurz gucken, ob er sich... Macht mich den Anschein, als hätte er sich selbst umgebracht, oder? Der wird immer von da unten erschossen. Wow. Okay. What the? Du kannst mir doch nicht einfach hinterher hüpfen. Wo sind wir denn hier? Sag mal. Ja, gib mir schnell Medizin. Das ist mir ganz arg recht. Das ist mir ganz, ganz arg recht. So, jetzt mach doch mal irgendwas, du komische Spule hier. Komm. Blitzdings geht oder so. Ja, so ist schon. Doch nicht die Jungs, die interessieren doch keinen. Der dicke Fette, der ist das Problem. Mach den dicken Fetten platt. Hilfe! Ich mich nicht. Und offensichtlich darf ich dich nicht im Nahkampf angreifen. Was ich schon echt schade finde. Lad auf, lad auf, lad auf, du Kackschild. Oh, wer hat mir denn da weh gemacht? Das ist ziemlich genau der Platz, an dem ich gerade drauf bin. Alter! Was soll denn das? Ja, klau mir mein Geld. 100 schon weg. Und der steht bestimmt wieder. Ja, er steht wieder genau um die Ecke. Komm jetzt her. Ich will mich jetzt hier an die Skyline hängen. Warum kann ich nicht an die Skyline? So, machen wir mal ganz langsam jetzt erstmal. Ich will erstmal wissen, wo wir überall hinkommen. Irgendwo muss es doch was Cooles geben, was du mir bringen kannst. So. Nummer 1 und wieder zurück. Und dann schön an die Skyline. So. Ah! Verdammte Drecksau! Der geht mir auf die Nerven. Also da oben hast du Präzisionsgewehr, aber sonst bist du reichlich unkreativ, was das Herzaubern von irgendwelchen nützlichen Zeugen betrifft. Drehen wir mal um. Versuchen wir es mal mit einem Sky-Angriff auf dich. Na super. Im Optionsmenü kannst du die Schwierigkeit ändern. Ja, das habe ich schon begriffen. Ich finde es ja nur ein bisschen lächerlich, dass die so dermaßen hart sind. Und dass ich hier keine andere Munition bekomme. Also keine andere Waffe bekomme, mit der ich dem Jungen vielleicht ein bisschen besser auf die Pelle rücken könnte. Ist er immer noch oben? Wahrscheinlich. Oder ist irgendwo anders hingehüpft. Die Waffen machen halt auch einfach echt keinen Schaden, also. Ja, leicht lächerlich, oder? So, jetzt will ich noch hier das Salvengeschütz. Für das haben wir ein bisschen Munition. Damit müsste man doch zumindest ein bisschen was anrichten können. Karabiner.
Was sind wir hier? Achso, ja, Burst und Gatling Gun. Genau, da sind wir ja rausgekommen, mehr oder minder. So. Da haben wir Salz. Ach, guck mal, hier haben wir Panzerfaust. Ja, man muss halt nur mal gucken, dann findet man die Sachen auch. Ne? Komm, wir gucken mal kurz durch das Ding durch. Oder nicht? Handyman können Skylines unter Strom setzen und so alle schädigen, die sie benutzen. Halte dich von ihm fern, bis sie nicht mehr unter Strom stehen. Ja, ja, ist okay, ich gehe ja schon runter. Komm, friss ein paar von den Granaten oder was das sein soll. Ja. Hallo, tschüss. Ich bin schon wieder weg. Wo ist er denn? Jetzt kommt er gleich hoch, wett. Na, wo bleibst du? Für was gibt's Munition? Für selbst? Tatsächlich. Oh, verdammt. Jetzt hat er mich aber ordentlich erwischt. Also ich hatte die Handyman schon mal leichter in Erinnerung. Jetzt ist er natürlich wieder schön hochgepippt, der Neger. Das habe ich gehört. Ach ja, hast du gehört. Hab's doch gehört. Das ist mir überhaupt nicht, ob ich das gehört habe. Hab ich gesagt, geh mal schlafen. Okay, Blitz interessiert dich gar nicht. Verdammter Schande. Mein Geld ist bald alles komplett weg. Sog. Vielleicht kannst du ja mit Sog was anfangen. Wollen wir dich zur Spule ziehen? Und dich dann versogen. In alle suchen! Seite! Jeder steht einer! Hier weg? Das gibt's nicht. Ich verstehe nicht, warum ich mit einem beknackten Handyman so viele Probleme habe. Das muss schon irgendwie ein ziemlich spezieller Handyman sein, muss man mal so sagen. Sorry, mehr habe ich nicht. Ich habe noch mehr. Das reicht mir schon, wenn ich am Leben bleibe. Alter. Nein! Hat das Kackschild auf. Er lebt immer noch. Ich hab Munition! Booker, Achtung! Vielen Dank. Komm hierher! Komm hierher! Haben wir's jetzt? Oh Mann, ey. Das hat jetzt gedauert. Mann, ich bin so unfähig offensichtlich. Gesundheitskit. Und noch ein bisschen Ausrüstung. Was haben wir da? Jetzt haben leere Clips eine 40%ige Chance, das automatische Füllen ohne nachzuladen. Im Vergleich zu? Strafe muss sein. Nee, das muss nicht sein.
Also diese Handymen sind definitiv die nervigsten Gegner, die ich bisher hatte. So, nochmal. Aber nicht so schnell jetzt, ja? Jetzt müssen wir erstmal ein paar Sachen eintüten. Präzisionsgewehr ist voll. Darüber kommen wir offensichtlich nicht so einfach, aber hier den Typ können wir vielleicht plündern. Und vielleicht können wir auch eine Waffe mitnehmen, die nicht ganz so unsinnig ist. Wie ein Maschinengewehr. Wie ein Raketenwerfer, meine ich natürlich. Auch wenn der nicht wirklich unsinnig ist, aber in unserem aktuellen Fall nicht so wirklich sinnvoll. Würde ich jetzt mal sagen. So, dann haben wir doch hier unten auch noch Zeug rumliegen. Salvengeschütz, genau. Ein bisschen Munition dafür. Das war ein Kampf, ey. Der hat ganz schön Geld gekostet. Jetzt sollen wir uns erstmal wieder ein bisschen was zurückholen. Auch wenn es natürlich leider nicht sonderlich viel ist. Aber so ist das eben. So, und was bist du jetzt hier weggerannt? Ja, cool. Wie kommen wir da rein? Nein, nein, nein! Sie bringt das Kind um! Bock, das tun! Wir müssen handeln! Wir müssen da rein! Komm, Booker, wir müssen was tun! Heb mich hoch! Geh zum Fenster und lenk Daisy ab! Los! Das ist es? Das ist deine Bewegung, Daisy? Es muss sein! Wisst ihr, die Gründer sind wie Unkraut. Schneidet man es ab, wächst es einfach wieder nach. Wenn man Unkraut loswerden will, muss man es mit der Wurzel ausreißen. Nur so ist man... Komm, hau ab, Kleiner. Elizabeth. Liegt wohl in der Familie. Elizabeth. Wow, wow, hey, hey, sachte. Oh, Mann. Ja, das ist nicht immer leicht, ne? Ich fühle mich schon besser. Ja, hoffentlich. Oh, jetzt rennst du schon wieder weg. Was sind das eigentlich für Lampen? Offensichtlich keine, die man zerstören kann. Tolles Panzerglas. Okay, wir nehmen uns erstmal ein bisschen Gesundheitskits. Der ist immer noch da. Hat die sich da jetzt eingesperrt, die Tante? Na, sowas aber auch. Dann klopfen wir doch mal. Ich weiß, wie das ist. Hör zu, ich denke, du solltest mit mir reden. Jetzt darf ich nicht mehr klopfen, oder was? Zweimal klopfen ist genug. Ah, das haben sie nur gemacht, um mich von der Tür abzulenken. Haha, das ist ja schlau. Na, dann legen wir mal das Ziel fest. Wo geht's denn hin? Gehen wir jetzt doch wieder nach New York. Elizabeth. Oh, schick. Neues Kleid. Sie hatten nur das. Hör zu. Wie machst du das? Wie mache ich was? Vergessen. Wie wirst du all das wieder los, was du getan hast? Gar nicht. Alkohol. Gar nicht. Man lernt eben, damit zu leben. Also, der Moment der Wahrheit. New York oder Paris? Nein, 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 nein! Nein! Oh, Scheiße. Los, wir müssen zusehen, dass das Ding irgendwie schneller wird. Es muss doch irgendeine Art Gashebel oder Beschleuniger geben. Weißt du, wie das Ding aussieht? Keine Ahnung. Hilf mir suchen! Elizabeth! Halt dich irgendwo fest!
Der Vogel und Elizabeth haben eine Art Verbindung zueinander. Wenn ich ihn töten könnte, würde sie das zulassen? Das ist natürlich die Frage, ne? Wer weiß das? Das ist es nicht. Doch, bestimmt. Nein. Okay. Doch. Nein. Doch. Versuch's nochmal. Okay. Warte. Bitte sehr. Was machen die zwei wieder? Booker, wir müssen sie stoppen. Nein, das ist das E. Nein. Booker, schnell. Nein, ist es nicht. Doch. Nein. Doch. Wenn sie das ganze noch Lied spielen, einmal. Kommt nein, er wieder. Du. Booker, schnell. Hier. Nein, das ist es doch nicht. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Pass doch auf. Aufhören! Nein, ganz gut sicher. Auf, bitte sehr. Gut. Ha, na also. Nein, jetzt habt ihr es geschafft. Er kommt zurück, er kommt zurück. Die Noten waren korrekt. Das Instrument aber nicht. Beides muss stimmen, damit er reagiert. Aber wenn man es ihm vorsingen kann, bringt er einen hin, wo man hin muss. Was? Wer seid ihr? Wir sind da, wo wir gebraucht werden. Und werden gebraucht, wo wir sind. Comstock benutzt also diese Songs. Gibt es noch weitere? Einen, der uns Songbird vom Hals hält? Vielleicht sollten Sie den Maestro selbst fragen. Und wo ist er? Natürlich. Zeig mir doch mal die Karte, das sieht wenigstens stark ist aus. Das Piano noch da. Das sieht stark so aus, als wäre Comstock gar kein Mensch mehr, ne? Oh, was ein Wunder, was ein Wunder. Damit habe ich überhaupt gar nicht gerechnet. Na komm. Booker. Wow. Das ist Comstock House. Dort sollten wir anfangen zu suchen. Die Vox kommen! Wir müssen sofort starten! Die Vox kommen! Dorthin, wo es keine Vox Populi gibt. Du schaffst das! Spring schon! Es geht nicht! Spring. Ich schaff das nicht! Tut mir leid! Warum fahrt ihr nicht nochmal zurück? Tut mir leid! Sie müssen ihre Haare zurücklassen, sonst können wir keine mehr aufnehmen! Der Zügel ist voll! Hier lassen! Ist okay, ich nehm's gern. Okay, offensichtlich haben die Leute jetzt kein so riesiges Interesse daran, damit zu fahren. Naja, also, ihr wisst schon so, wie ich das meine, ne? So, da sind wir mal wieder. In einer der etwas schöneren Umgebung, beziehungsweise ursprünglich schöneren Umgebung. Sieht jetzt auch nicht mehr so knalle aus. Muss man mal sagen, die Zigaretten oben drauf bleiben liegen. Es liegt da auch nichts. Interessant. Munition im Mülleimer. Habe ich ja noch nie verstanden. Das da oben ist Comstock House wahrscheinlich, oder? Jetzt! In Ordnung! Da ist er! Holen wir uns schon mal ein bisschen taktische Unterstützung durch so eine Moskito. Ja, in der Zwischenzeit suchen wir natürlich noch mal ein bisschen das Zeug hier ab. Können wir ja durchaus gebrauchen, ne? Und dann können wir uns ja schon mal angucken, ob da nicht noch irgendwelche sind. Das Schöne ist, falls sie die Moskito vom Himmel schießen, holen wir uns einfach die Deckung. Schießt du denn hin? Was soll ich denn damit? Was? Ihr greift irgendwelche unschuldigen Leute an? Da muss ich aber intervenieren. Eine Kapitulation! Und zwar so. Guck mal hier. Elizabeth! Wow! So, okay. Elizabeth! Oh, ist aber nicht nett, dass ich mein Moskito einfach so vom Himmel schießt. Mal ganz ehrlich, was ist das denn? Achso, ein Gewehr. Ah, was können wir uns denn hier noch leisten? Ich weiß aber noch nicht, welche Waffe mir wirklich gut gefällt. Ach, das ist doch alles Schrott.
Lass mich warten, der war relativ schnell weg, ha? Oh. Okay. Dann brauche ich mal ein paar Verbündete. Öffne ihn. Was kommt so das? Sind natürlich auch nicht verkehrt, ein paar Medikits. Ich bin noch am Suchen. Oh ja, das merke ich auch gerade, dass ich tot bin. Deswegen gehe ich mal einen Schritt zurück, wenn es okay ist. Bis wir vielleicht wieder ein Ablenkungsmanöver haben. Elizabeth! Geht klar! Das da zum Beispiel. Dann können wir uns ja um sowas kümmern. Wow, Granate! Falls benötigt! Okay, fangen! Falls benötigt, du bist lustig. Falls. Falls nicht, dann nicht, ne? Mann, gehst du mir auf den Sack! Okay, sie bringen sich tatsächlich um, das ist gut. Das ist das, was ich wissen wollte. Ob sie sich auch selbst umbringen, wenn ich sie sozusagen nicht übernommen habe, sondern nur durch einen Nahkampfangriff übernommen habe. Das ist wichtig zu wissen. Und ich würde sagen, für euch ist wichtig zu wissen, dass ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet, wenn wir hier weiterspielen. Ich werde in der Zwischenzeit noch ein bisschen Kram einsammeln. Mal gucken, dass ich vielleicht meine Gesundheit wieder ein bisschen herstellen kann. Und dann sehen wir uns... Verdammt, warum kann ich nicht langlaufen? In der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer ganz viel Spaß. Und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.